Der Herr warnt, die letzte Trompete, bevor das Urteil, die Vergeltung und die Läuterung kommt. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 10. Februar 2006, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, ich bin gekommen, deshalb steht auf und antwortet, ihr Menschen der Erde. Wer ist das Gesicht des unsichtbaren Gottes? Wer? Schaut, es ist er, den ich gesandt habe. Er, der ist und war und kommt. Er wird nicht mehr länger warten, denn der Tag des Herrn steht bevor und die festgelegte Zeit nähert sich. Denn der Menschensohn wird eintreten und sie zusammensammeln. Er wird ganz gewiss durch eure Reihen schreiten und die Ernte vorbereiten. Er wird ernten. Meine Leute, es gibt nur einen Gott und einen Erlöser, und ich bin er. Da ist kein anderer, da gibt es keinen wie mich, außer er, der von mir ist, und ich von ihm. Der Vater und der Sohn sind eins. Yahushua, Yahweh, Immanuel. Ja, er, der Christus genannt wird, ist das Geschenk, das Lamm, der Löwe, der einzige Herr der Heerscharen, euer König. Deshalb hört das Wort des Herrn, denn das sagt der Herr. Mein Geist wurde über alle Nationen ausgegossen. Meine Boten sind berufen und ausgesandt. Sie bereiten meinen Weg vor mir. Und wenn ihr willig seid, sie zu empfangen, sie sind Elia und Johannes. Sie taufen zuerst mit meinem Wort und mit Feuer. Und dann werden viele wunderbare Werke getan durch Menschen. Meine Zeugen. 144.000. Wen soll ich sonst senden? Wer wird für mich gehen? Wer wird einen Lärm veranstalten in den vier Winkeln der Erde? Und wer wird es von den Dächern rufen? Wer wird hinaustreten im Namen des Herrn? Wächter, steht auf und blast die Trompete, denn der große und schreckliche Tag des Herrn naht. Menschen der Erde, tut Buße und werdet verschont. Denn der Dieb ist dabei, das Haus zu betreten und seine Ausbeute zu holen. Schaut, er ist schon in die Herzen der Reumütigen eingetreten. Er muss nur hinausrufen und sie werden weggeschnappt. Kirchen der Menschen, lasst meine Leute gehen. Denn der Meister kommt, um das Haus von aller Unzucht und allen Ehebrüchen zu reinigen, die es gegen seinen Schöpfer begangen hat. Er kommt, um hochzuheben und niederzuschlagen, um zu entwurzeln und zu zerstören. Wartet nicht, Geliebte, kommt heraus aus ihnen, denn der Tag des Urteils ist über euch. Schaut, mein Zorn ist angezündet und wird bald brennen in der Hitze meiner Empörung. Urteile werden vom Himmel herunterregnen über die ganze Völkerschar, über jeden Stamm, jede Sprache und jedes Volk. Vergeltung für jede Nation. Schaut, Katastrophen werden das Land überwältigen. Desaster werden jeden Winkel erreichen, sogar bis ans Ende der Erde. Denn wer kann sich vor dem Angesicht Gottes verstecken, das offenbar ist in seinem heißen Missfallen und in der Heftigkeit seines Zorns brennt? Wer ist in der Lage, aus dem Becher seiner Empörung zu trinken und zu leben? Denn es steht geschrieben, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch errettet werden. Denn die Himmel werden in Brand gesetzt und die Erde verwüstet werden. Doch wer den Namen des Herrn aufrichtig und in Wahrheit anruft, wird errettet werden, sagt der Herr.
Deshalb sagt der Herr zur Generation seines Zorns: Ich habe trompetet, doch ihr hält eure Ohren zu. Ich werde große Zeichen und Wunder tun, von der Art, wie es noch nie gesehen wurde. Es wurden in der Tat auch schon viele Zeichen deutlich sichtbar gemacht. Doch ihr deckt eure Augen zu. Ihr lehnt ab, Buße zu tun, noch werdet ihr euch niederbeugen, denn eure Herzen sind hart, eure Mienen unnachgiebig. Abscheuliche Menschen, die Wahrheit verachten. Deshalb ist das Urteil gekommen. Das Urteil wird fallen. Es wird hart auf euch fallen und sehr schwer sein. Es wird den Rücken der Bösen brechen, die Stolzen erniedrigen und die Arroganten demütigen, die Hochmütigen niederschlagen und dem Unterdrücker einen raschen Tod bringen. Schaut, es wird auf die ganze Völkerschar, ja auf jeden Bewohner der Erde fallen. Alle werden gebrochen werden. Einige gebrochen und hochgehoben und viele mehr gebrochen und verurteilt. Doch ich werde kein komplettes Ende machen aus dieser Generation. Um der Auserwählten willen werde ich einen Rest zurücklassen und die Erlösten des Herrn werden errettet werden. Schaut, bevor das sechste Siegel gebrochen wird, werde ich den Hartherzigen einen flüchtigen Schlag verpassen. Eines wird genommen und das andere zurückgelassen werden. Die Unschuldigen werden genommen und die im Herzen Aufrichtigen verborgen werden. All jene, die meine Worte annehmen und sie auch tun, auch all jene, in welchen ich von mir selbst sehe, werden weggeschnappt werden. Auch jene, die eingeschlafen sind, werden hervorkommen und sie werden auch von diesem Ort gegangen sein, denn ich kenne meine eigenen. Schaut, die Erde wird hungern, alles Licht wird eingesammelt und genommen sein. Dunkelheit, dicke Wolken und Dunkelheit, der große und schreckliche Tag des Herrn. Deshalb sage ich euch noch einmal, hört dem Wort des Herrn zu, denn das erklärt der Herr. Schaut, ein Zerrbild, ja ein großes Zerrbild kommt und ist schon hier. Auch die Abscheulichkeit, die eine Verwüstung verursacht, wird offenbart werden. Gräueltaten und Kriege werden zunehmen. Eine Ungerechtigkeit nach der anderen wird verübt werden in jedem Land, bis zum Zerreißen der Herzen aller Menschen und Perversionen aller Art werden neue Höhen an Bosheit erreichen. Deshalb habe ich den Tag erklärt und die Stunde festgesetzt. Urteil für jene, die die Kraft und die Herrlichkeit leugnen. Vergeltung für jene, die den Sohn ablehnen und jene verfolgen, die zu ihnen gesandt wurden. Läuterung für jene, die ablehnen, mich zu umarmen, wie ich wirklich bin. Herrlichkeit für jene, die in ihm jubeln, der sein Leben als Lösegeld aufgab. Errettung für jene, die dem Sohn gehorchen und immer bemüht sind, in seinen Wegen zu wandeln. Deshalb liebt den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und findet Zuflucht in dem einen, von welchem ihr erschaffen wurdet. Umarmt den Sohn, wie er wirklich ist, denn er allein ist die liebende Barmherzigkeit Gottes, der Weg, die Wahrheit, das Leben.